kannst ja mal wir haben doch vorhin die Toilette gesehen. Ja, aber wenn du das Schiff evakuierst, du sprengst dich heraus mit dem Kommandomodul, ja, hast Betten an Bord, hast eine Küche an Bord, eine Dusche sogar, aber hast kein Klo. Was machst du denn dann? Scheiße, ich hatte eine Dusche. Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Trash Academy Channel. Es ist soweit. 2.6 ist ein PTU, also der Patch 2.6. Jetzt ist alles grün. Weezen hat auf Start gedrückt. Und ich bin gerade ein klein wenig beeindruckt von diesem wahnsinnig schönen neuen Ladebildschirm, den wir endlich haben. Ein neuer Ladebildschirm. Und wir haben noch mehr. Gott, ging das schnell. Ja, es ging wahnsinnig schnell. Wir haben es nicht mal geschafft, mit der Anmoderation fertig zu werden. Fuck it! Ich versuche mal so rüber zu greifen jetzt hier. So, mach das mal. Was haben wir hier? Was für einen schönen Arsch sehen wir? Zum einen halt so, ich habe Freddy Krueger seinen Hut geklaut, weil halt wir sind gerade eben halt so aus dem Club gefallen. Halt so, heute Abend ist 2.6 gerade halt so ins PTU gekommen. Und jetzt, heute Abend haben wir sie direkt. Die fucking Drake Interplanetary Caterpillar! Und ich muss wahnsinnig weit weggehen, um sie überhaupt zu zeigen. Die ist so groß, die ist so geil. Sie ist so groß. Oh Gott, ist sie groß. Aber es fehlt auch so ein bisschen so die Schattentexturen, ne? Es, man merkt halt, es sieht ja, es noch ein bisschen blank aus. Alles. Ja, es gibt da kein Shading gerade. Schön poliert, aber trotzdem, es ist ein gewaltiges Schiff. Kannst du mal kurz rechts rüberschwenken? Ja, warte, soll ich mal rüberlaufen? Ja, bitte. Ich renne mal ein bisschen hier, weil das Schiff jetzt passt. Jetzt hier um die Kisten rum, meine Güte. Ja, weil ich muss ja die ganze Dimension ins Bild krieg. Ich schaff's gar nicht. Warte mal. Meine Güte. Nee, links jetzt. Ist sie. Oh Gott, ist sie groß. Und die ist immer noch nicht ganz drin. Ich stehe jetzt mit dem Rücken an der Wand. Was für ein Monstrum. So, jetzt bin ich an der Wand. Oh, das ist toll. Und schaff's, weil ich stehe mit dem Rücken an der Wand, ich schaff's gerade so, sie komplett zu sehen. I like it. Aber kannst du mir gerade mal kurz erklären, warum da Kovalex draufsteht? Ich glaube, dass es Werbung ist. Ich weiß es tatsächlich nicht so. Es kann sein, dass es einfach so ein Vorschlag ist, wie Werbung aussehen könnte dafür. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch so, dann kommentiert bitte. Na, es war auf jeden Fall halt irgendwie ein Versuch wert. Aber geh doch mal bitte halt so vorne um die Schnauze rum. Das Schiff ist einfach geil. Du siehst auch oben jetzt schon diese asymmetrische Form, ne? Du siehst ja eine Flosse so von dem Ding. Vor allen Dingen siehst du die Füße, warum sie halt eben ihren Namen hat. Halt so die Tausendfüßler. Tausendfüßler, die ja. Caterpillar. Halt so ganz genau deswegen, weil diese Ausleger halt eben aussehen wie die Beine von einem Tausendfüßler. Und das ist ja nur wirklich halt so die Ansicht, die wir von diesem Schiff halt eben kennen. Halt so dieser Blockade Runner oder dieses Boarding Ship. Vorne halt so mit diesen vier Hörnern dran, halt so zwei gewaltige halt so Blaster unten dran. Also wir haben wirklich noch nicht so wirklich viel geschaut. So, ich weiß nicht, es müsste auch Knöpfe hier geben, aber ich glaube, wir suchen erstmal einen Einstieg, ne? Bevor wir jetzt. Ich wollte sagen, halt so ganz im Ernst, Leute, halt, wir sind gerade eben einfach hier reingesprungen, haben halt so den Patch runtergeladen und war es einfach ist halt ein so Monster. Fuck the Caterpillar! Dementsprechend seht uns bitte nach, wenn das jetzt halt eben irgendwie nicht alles halt komplett ist. Wir machen das wie mit der Starfarer, ne? Ja, ganz genau. Wir laufen halt einfach irgendwo durch und Weezen klettert irgendwo hoch und ich vergesse halt immer irgendwo einen so, Raum. Also mich erinnert dieses Schiff immer so ein bisschen an Alien. Schau mal da vorne. Da kann man ja drin sitzen, ja, ne? Absolut, ja. Das ist halt eben halt so dieses kleine halt so Es hat so was Schmutziges, so Alien-mäßiges. Es ist irgendwie düster, dieses Schiff. Ich find's einfach geil. Warte mal, ich glaube der Knopf. Ah, use. Hier, Call Elevator. Ja, wenn da use dran ist. Licht geht aus, warum auch immer. Aber es funktioniert. Ja, weil Energie gespart werden muss, um den Fahrstuhl zu versorgen. Hänger abgedunkelt, aber ist egal. Ja, keine Ahnung. So, aber was ist denn da hinter dir? Andere Seite? Da. Da hängt der Turm drunter. Großer Turm. Weil wir wollen eigentlich gerade die Maschinensektion. Da, use. War ich schnell genug? Ja, ich war schnell genug. Im hinteren Teil des Schiffes ist natürlich die Maschinensektion und es ist einfach ultra geil, wie das alles eingepackt ist. Wir haben diese Stahlkonstruktion oder dahinter. Ja, du siehst halt einfach nur halt so, es gibt keine halt so Verkleidungen, sondern eigentlich nur Röhren, halt so irgendwie Verstrebungen und halt irgendwie Plastikgedöns, halt so was halt eben komplett okay. Roh halt in der Gegend rumhängt. Da war vorne, ne? Richtig? Also gehe ich mal nach hinten. Achtern. Lass uns mal nach hinten gehen, genau. Es ist Achtern, oder? Ich würde sagen, es ist Achtern. Ja, wir landen. Achtern. Oh, 2x V12 gleich, meine Güte. Es wirkt ein bisschen klein jetzt so, das Maschinendeck dafür, dass nee, man aber sagt, das sind offenbar die Reaktoren, würde ich jetzt mal sagen, oder? Wir sind halt offenbar im Maschinenraum. Da wäre ich mir wahrscheinlich halt wieder in den Kommentaren halt so diverse Sachen gefallen lassen müssen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das genau ist, aber es sieht geil aus. Und wir haben ja auch zwei Decks bei dem Schiff, auf jeden Fall. Ich gehe mal eins höher. So, mal sehen, wir sind in der Maschinensektion. Was haben wir hier oben? Noch mehr Maschinenteile. Noch mehr blinkende Dinger, halt so noch mehr verkleidetes Zeug. So, und ein Powerplant. Oh. Der Generator, der den Strom produziert, anscheinend von dem Kraftwerk da drunter. Oder ist das der Hyperdrive?
Oder Cyberdrive. Blinkende Lichter? Weiß man nicht genau. Cap 1, Cap 2, nee, das wird wahrscheinlich, das sieht eher wie ein Generator so, aus. So, Service Access, ich check mal, das ist ein Turmeinstieg. Nee, ist es nicht. Service Access, wo komme ich da hin? Ach, ich laufe im Kreis und komme wieder dadurch. Warte mal, was steht denn da an der Seite dran? Geh mal so hin, dass man es lesen kann. Juno Starwerk. Gut, das muss funktionieren. Deutsche Technik. Starwerk. Wenn Starwerk draufsteht, Server Rex. Ja, ist ja wie zu Hause. Ach, das ist schön. Guck mal hier, alle voller Rex. Prima, alle voller Rechner. Wir sind prima, im Oberdeck, prima. Nicht vergessen. Wir haben du schaust dich so um wie so ein Wiesel. Das wurde ja, mir jetzt mal angekreidet. Tractor Access. Ach, von hier aus kann ich den Traktorstrahl lenken und ich bin über der Flosse, über der rechten Tragfläche, die sie hat. Schaut mal, da haben wir so ein kleines Kanopier. Schau mal nach oben vielleicht. Ja, genau. Hier sitzen wir halt eben drin, wenn wir den Traktorstrahl offenbar bedienen. Genau. Und da hat man einen ziemlich guten Rundumblick und kann dann auch den Traktorstrahl so bedienen, dass man die einzelnen Klappen ansteuern kann, weil hier sind 1, 2, aber siehst du das? 1, 2, 3, 4, das sind die verschiedenen Kammern mit der Fracht. Die kann man von hier aus quasi mit dem Traktorstrahl befüllen. Ja, die gucken wir uns gleich nochmal an. Das machen wir. Aber halt, Moment. Ja, zurück. Aber. Rechts. Wir haben Dreck auf der Scheibe. Das ist nicht geputzt worden. Das ist Drake Interplanetary. Ja, aber die sind halt eben nicht so richtig. Aber auch Aegis liefert die Schiffe zerkratzt mit den Fensterscheiben aus. Ja, ja, aber nicht so. Naja, ähnlich. Aber warte mal. Es gibt da drunter, muss es eigentlich noch was geben. Es muss noch unten was geben. Was war das gerade? Das war rechte jetzt Hand, rechte Hand, rechte Hand nach unten. Ich will es sehen. Nein, rechts runter, rechts da hoch, Alien. Hoch. Meine, das ist wirklich wie ein Alien. Nein, rechts, mein, da! Achso. Herr Gott. System Access. Ah, da kannst du an den Bordcomputer vielleicht ran. Ja, nicht, ja. Wo du dich jetzt wirklich da rumdrücken sollst. Nee, lieber nicht. Sondern halt das so wird erst, fatal. Wir nehmen jetzt erstmal halt so den zentralen Schacht halt hier in den Augenschein. Dann? So. Okay, aber eine Frage habe ich schon. Warum diese Gummitextur unter der Leiter? Weil es hübsch aussieht. Ja, und weil es abwaschbar ist wahrscheinlich. Wegen den Aliens oder was? Warte mal. Ja, oder wegen den Aliens oder so. Hoch. Da geht's in den Turm rein, definitiv ist der Turm. Wollen wir es riskieren? Da reinsetzen? Ja, gut, okay, komm, das gönnen wir uns. So. Klack, klick, klack. Und einmal über Kopf, runtergefahren. Zack. Oh. Geil, so jetzt einmal. Naja, ich bin zu kurz gerade. Ja, fuck it, einmal F4. Und dann sehen wir das Ding halt nochmal von außen. Ich so meine, ist nämlich richtig schön. Ein hammerlanges Teil. Was für ein unglaubliches Monstrum. Und man sieht wieder die vier Kammern, ne? Plus der Schleuse vorne, also dem Eingangsbereich vorne. Ja, aber das Witzige ist halt, die Hydraulik an den Beinen ist halt eben so, dass die Kammern halt tatsächlich halt so an den Streben, die unterteilen, die Landestützen halt eben beheimaten. Ja. Siehst du das? Ja. Halt eben halt so das diese trägt die, genau. Die dann eben halt so nach oben klappen, wenn das Ding abhebt. Und dann klappt es ein und verschwindet. Genau. Fahr doch mal ein bisschen näher ran und lass uns mal halt so irgendwie. Warte mal. Ah, nee, es geht nicht in den Modus. Dann müssten wir in der Brücke sein, weil ich kann nur so runterfahren. Ist auch schön. Weil in diesem Modus kann ich nicht. Mach nicht so schnell, ein bisschen langsamer, damit die Leute auch mal ein bisschen gucken können hier. Schau mal. Jetzt ist es langweilig. Jetzt musst du halt wieder mal ein bisschen schneller machen. Jetzt sind die Leute gelangweilt. Genau. Jetzt komme ich unter Druck hier, aber es ist ein wunderschönes Schiff, muss man sagen, ja. Toll. Aber trotzdem, wir müssen Strecke machen, ja. Wir werden uns zu. Wir müssen jetzt halt irgendwie halt mal hier irgendwie rauskommen. Dann musst du halt schon erstmal F4 drücken. Jetzt steigt er gerade aus. Wir hören. Achso, ja, stimmt, wir hören's. Wir hören das jetzt wahrscheinlich gerade, aber wir sehen es halt nicht. Schnell laufen. Hervorragend. Schnell raus. Ich suche eigentlich noch das versprochene Unterdeck. Es muss ein Deck geben, wo die Crew sich aufhalten kann. Erstmal Treppe hoch. So. Och man, Leute, ganz im Ernst. Halt, hier ist die Kommandobrücke, die zeigen wir noch nicht. Schaut euch doch mal an, halt so in den Details, halt so was die Jungs hier von CIG einfach für einen wahnsinnig geilen Job gemacht haben. Schau mal da oben, halt so diese kleinen Abdeckungen halt so von den Rohrleitungen da. Nee, da unten, da in der Ecke, genau, halt so über dem Teil da. Diesen Quatsch, ja, das stimmt, ja. Das alles zu modellieren, halt eben halt so an die richtige Stelle im Schiff zu setzen. Einfach diese Textur, die so quasi einfach so die Kabel abdecken. Einfach dieses total funktionale, das einfach so abgedeckt wird dahinter. Hinter den Stahlpfeilen ist einfach nur so eine Plane, die das Ganze halt einpackt. Wahrscheinlich feuerfest irgendwie. Diese Schiffsdesigner sind echt meine Helden. Warte mal, jetzt. Wahnsinn, was die halt eben dafür Arbeit reinstecken. Ich suche, nee, wir sind falsch. Ich will noch ein Deck tiefer. Ach, ich werde wahnsinnig. Oh, Drake the Planetary.
Hier ist nochmal ein... Alter, die hübsche Stempel. Ja, aber ich wo will runter. Wo willst du denn jetzt hin? Was machst wir du denn sind der Fracht, da? Ich will in die Kuhunterkunft. So, ich bin im ersten Frachtmodul, das zeigen wir doch gar nicht. Ich will da rein. Da, oh, Doppelshot Messe. Und da sind wir in der Messe. Genau. So, jetzt mach mal halt so eine langsame Rundumfahrt. Geht das? Kriegst du das hin? Oder ist es halt irgendwie mit deinem wieseligen Ding halt mein irgendwie schwierig? Mein Gichtgriffeln ist halt schwierig. Ja, genau. Aber das ist halt die Messe halt so einer Caterpillar im Rumpf dieses großartigen Schiffes. So, wir haben Feuerlöscher, wir haben halt so Frachtkompartments und Küche, an der Seite. Glaube ich, weil vielleicht ist das Küche? Das ist keine Küche, das ist halt irgendwas anderes. Ich glaube, es ist eine ultraspartanische Küche mit Brennern hier, irgendwie sowas. Also rechts ist ein Waschbecken, links sind halt eben so, keine Ahnung, Pots Brenner, ich weiß irgendwie nicht, undefiniertem ja. Inhalt. Und hier kannst du den Kurs checken, Navigationscomputer, oder kannst halt so Multifunktionsdisplay anscheinend. Was auch immer dann da drauf liegt, aber viel wichtiger, die Kurien bitte. Die sind halt... Da sind sie, so. Und Old Spice wird sich jetzt eben drüber freuen, dass halt eben nicht sämtliche Kojen halt irgendwie mit Sonne, Mond und Sternebettdecken ausgeteilt sind. Sondern, dass man ein bisschen mal hier so... Das sieht ja halbwegs aufgeräumt aus, ja. Ich meine, wenn es halt nicht so ein bisschen unordentlich wäre, könnte man sogar sagen, es wäre militärisch. Aber wenn ich Kapitän wäre, dann würde ich sagen, so, das muss nochmal gemacht werden. Wenn du Kapitän wärst, halt, so hätte der weiße Wal halt so eine gute Zeit, ganz im Ernst. Absolut. So, und dann landen wir wieder nämlich im Fahrstuhldeck. Das ist geil daran. Hier ist das Fahrstuhldeck. Also hier kommt man quasi raus wieder aus dem Schiff. Das ist der Fahrstuhl, wo wir reingekommen sind, oder? Genau. Und hier hinter ist das der Maschinenbereich. Ja, nicht so ruppig immer im Rumreißen halt. Du machst den Leuten ja halt so einen Schwindel und so. Das ist ja langsam. Langsam, bedächtige Kamerabewegungen. Ja, ich zitiere jetzt einfach halt so einen relativ unbekannten Menschen. Fängt mit W an, hört mit Esen auf. Aber... Elegische Kamerafahrten. Das ist mir jetzt zu langsam. Mach jetzt wieder hin. Ja, vor allem mit Starmarine müssen wir ein anderes Tempo uns... Das stimmt, da aber Starmarine so machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal Caterpillar. Genau. So, also wir haben jetzt die Messe gesehen. Wir haben das Maschinendeck gesehen. Wir sind im untersten Teil des Schiffes. Und wir warten jetzt halt auf die Frachtkompartments genau. Oder auf da das, was die nämlich. Caterpillar halt nicht ausmacht. Halt so den Laderaum. Genau. Und die Brücke kommt gleich auf. Wo rennst du denn jetzt hin? Ich gehe aufs Oberdeck, um die Frachtkammern besser zu zeigen. Ja, richtig, korrekt. Weil die Frachtkammern sind nämlich halt begleitet halt so mit einer Ridge oben dran. Genau, und wir haben nämlich zwei Seiten. Warte mal, das müsste die Steuerbordseite sein, also rechts. Da öffnet sich schon die erste Kammer. Verrückt. Und das ist schon mal ein ziemlich geiles Konzept, vor allem wenn wir uns daran erinnern, dass es eine Aussichtslounge gab, wo man halt Traktorstrahlen bedienen konnte, um diese Kammern zu befüllen. Und da ist die andere Seite und man steht hier in diesem Gang und hat beide Seiten komplett offen. Und jetzt muss ich sich vorstellen, dass man halt quasi hier im Zero-G-Anzug steht und das Zeug einlädt von beiden Seiten. Beziehungsweise hat es halt von dem Traktor-Operator eingeladen wird. Ja, das ist perfekt. Geiles Konzept. Super geil. Vor allen Dingen stell dich nochmal vor die Konsole. Ja, Steuerbord, Backbord, rechts und links. So, drückst links. Du links, geht links auf, rechts. Und rechts geht rechts auf. Total geil, halt so. Selbst die beklopptesten Leute kriegen es hin. Es wäre so geil, wenn sie das halt vertauscht hätten. Und man müsste halt jedes Mal, oder in jeder Kammer wäre es anders. Nee, das wäre eine totale Vollfünf. Das machen wir halt eben nicht. So, und das Ganze geht natürlich weiter. Ja. Und die nächste Frachtkammer. Und drücken wir nochmal auf den Knopf. Nee. Aber komm, machen wir da. Komm. Mach die mal alle auf. Komm, mach die mal alle auf. Ich möchte hinterher draußen rumlaufen. Oder viel besser, also wir machen die jetzt alle auf und springen vorne aus der Schleuse raus und laufen einmal. Wir haben die Kommandobrücke noch nicht gezeigt, ne? Nee, machen wir da hinterher. Aber ich möchte trotzdem vorne raus. Springen? Ja. Auch offen? Ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, wir haben die Hintersten vergessen, ne? Der Hintersten habe ich geschlossen, so wie ich mich kenne. So. Die eine halt eben nicht, hier, ne? Da, die habe ich zugemacht. Ach, gemein. Frachtkammer 1 habe ich geschlossen. Ist der wirklich. Diese Fummel-Trine immer, jedes Mal. Es ist auch echt so ein Fummel mit dem neuen Use-Button, aber das kennen wir ja schon, das Spiel. Aber, kannst du die Shortcuts sind weiterhin dieselben, oder? Bis jetzt ja, aber es ist halt wieder mal... Starboard. Man muss es halt eben nur treffen. Mit seinem dicken Daumen. Genau. Da ist er! Da ist er! Yay! So, cool. Warum ist die nicht offen? Oh Gott, jetzt verschwenden wir schon wieder wertvolle Minuten. Jetzt hast du schon wieder... Hier. Ja. So, offen. Hervorragend. Machen wir alles. Kammer 2. Gut, dass die Türen beschriftet sind, weil. Das würden wir ja vergessen, wo man gerade ist. Und die vierte Frachtkammer, ja. Oh, die hakt. Gut, dass wir das gerade checken. Ups. Die hängt. Da müssen wir nochmal ran. Okay, Nummer. Das ist jetzt Nummer 3. Nummer 4, Steuerbord nee, hängt. Echt? Das ist 4 ja, oder 3? 4. Nee, Nummer 3. Warum steht hier nicht 2 drauf dann auf der Rückseite? Geh mal durch, da steht wahrscheinlich 3 drauf. Hier ist Nummer 4 und das ist ach, die vierte Frachtkammer. Scheiße. Du verstehst. Es ist ultra viel Platz. Aber das Geile ist vor allem, wenn du überlegst, so, du kannst sogar quasi rechts, überlegen. Rechts.
Echt? Ja, das war beide offen. Die zu mir, das ist gerade halt so von derselben, egal. Nee, ich hab das gerade gemacht so. Aber das Geile ist, du kannst dir überlegen, so die erste Frachtkammer wird halt entladen am Dock so und so. Dann mache ich einen Sprung, dann gehe ich in die nächste Frachtkammer, entlade die zweite Frachtkammer. Es ist wirklich ein gutes Konzept, halt, wenn man eine längere Route plant. So. Ja, oder wenn man halt so alles voller Dragonflies hat, die man halt einfach mal loslassen will, oder dann so. Gehen die Dinger alle auf einmal und aus jetzt und fliegen dann alle los. Der Hammer. Ja, hier oben ist doch der Axis. Ja, auf dem oberen Seitengang kommt der Axis zum Turm, aber. Was ich vermute und was ich geil finde, ist, dass wir hier eine drucksichere Scheibe haben. Das heißt, wir können wahrscheinlich den vorderen Bereich auch als Druckschleuse benutzen. Mm. Und können dann von hier aus, wenn man zuschaut... Mach uff! Ja, ich muss... Der ist mach ein uff! Fickrig, der Knopf. Mach uff! Da. Na bitte. Kann ich mich zuschauen, wie diese ganze vordere Schnauze sich absenkt. Geht nicht ganz runter, die bleibt gerade so stecken. Nee, die geht einfach nach vorne gerade auf. Ja, aber ich glaube, die senkt sich später als Fahrstuhl ab. Nee, ich glaube nicht. Muss sie doch. Nein, brauchst du überhaupt warum nicht. Warum nicht? Das ist ein Boarding-Schiff, die geht einfach vorne auf und springst du raus. Na, aber wenn du da vorne einen Panzer einladen willst? Dann fährt der halt vorne raus. Was soll denn der ausladen, nicht einladen? So, ich spring jetzt mal raus für dich, Dose. Eigentlich habe ich die Zeit gar nicht, weil eigentlich müssen wir das Kommandomodul noch vorführen. Da wird Zeit. Hopp. Wir machen das mal. So, Leiter runter, hervorragend, ja, haben wir auch alles dabei. Hups. Du solltest vorne raus springen, so, Versager. Oh. Aber guck mal. Man sieht's doch jetzt hier, die Breitseiten quasi, ne? Ja, einmal umrunden bitte, damit die Jungs halt eben auch sehen und die also, Mädels vor allen Dingen sehen, Konzept was das für ein geiles Teil ist. Ist wirklich gut. Ich muss sagen, ich bin von diesem Konzept, ich war immer schon überzeugt von dem Schiff, aber auch diese Modularität, dass man einfach sagt, so, man kann den Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 so, umbauen. So ausstatten, ja, wie man will. Möchte. Man hat immer den Seitengang in der Mitte. Es kann ein Frachtmodul sein, es kann ein Wohnmodul sein, es kann halt eben... Eine Werkbank sein. Eine Werkbank sein, es kann ein Medic-Modul sein, es kann eine Krankenstation sein, das kann halt eben... Sogar auch ein Vierer-Docking-Modul in alle Richtungen gibt es auch. Kann aber auch ein Kampfmodul sein. Kann auch ein Kampfmodul sein. Dann gehen die Klappen auf den Springy Marines da raus. Ja, vor allem mit weiteren Türmen. Ja. Total wunderschön. Extrem praktisches Schiff, so. Na gut, okay. Schön ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall extrem pragmatisch und praktikabel. Es wird auch fliegbar sein im nächsten Patch, aber das können wir gerade noch nicht testen. Das ist uns gerade abgestürzt beim Testen, leider. Naja, immer wieder, aber wie es halt eben immer so mit den neuen Patches halt so ist. Das abdockbare Modul, die Kommandostation, da gehen wir jetzt das rein. Machen wir jetzt noch. Ja. Aber ich finde, das Design ist schon mal tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist super. So, ich meine, die Caterpillar ist ja auch eine der älteren Schiffe, halt, so, die damals schon plätschen konnten. Stand halt, clear, das ist der Fahrstuhl. Ach, ich habe mir eine damals gekauft, halt so, weil es hieß halt so, ja, der böse ich Bruder, immer gesagt, der, so, brauchst der böse Bruder, der Freelancer. Ja. Also, ja, stimmt, vor allem der große böse Bruder. Ja. Also vor allem den groß. Fahrstuhl. Mit Betonung auf groß. Ich meine, so viel Platz, ganz im Ernst, halt so eine Constellation ist dagegen ja ein Scheißdreck. Jetzt schau halt nicht so, was ist denn jetzt passiert? Wo ist die Messe hin? Ich dachte, der Fahrstuhl... Ach nee, die Messe ist nein, jetzt hier. Nein, nicht in die Messe, wir waren eben in der Messe. Wir wollten jetzt halt nach oben halt so im Steuermodul. Ja, okay, dann ist die Messe hier. Ja. Da ist die Messe. Ha, wusste ich doch. Dann geht es hier lang zurück zum Fahrstuhl. Und da lang zurück zum Ding. Und hier bin ich wieder da. Und jetzt komme ich zur Treppe. Hey, die Treppe. Ich muss mir so Striche auf den Boden malen, damit ich weiß, so farblich hier geht's zur Brücke. Na, du hast es ja bisher halt eben auch ganz gut hingekriegt. Also ich meine, halt so zwei, dreimal probieren, dann läuft es halt eben auch. So. Und im Ernstfall ist es halt schwierig, aber zumindest halt so jetzt halt so ein Tutorial halt so macht Reasons ganz gut. Also, oder? Ganz einfach, ne? Hier hinten geht's runter. Da geht's runter. Nee. Egal. Rex haben wir schon mal angeschaut. So, also meine wir sind im Zwischengang Güte, und hier geht's jetzt hoch zur Kommandobrücke. Da kommt ein Zwischenshot. So. Druckshot natürlich. Und jetzt hier ist das Kommandomodul. Genau, und jetzt sind wir schon mit dem Druckshot im Kommandomodul. Die Brücke hier vorne und sieht schon... Und das ist ja der Millennium-Falke, ja, oder? Absolut, ja. Komplett geklaut. Also hat keiner laut gesagt. Aber ich meine halt so, kannst du noch mal halt ein paar Schritte zurücktreten, weil ich meine halt so, das Cockpit-Design ist ja jetzt halt schon irgendwie ein bisschen auffällig. Aber ich mag ja diese krassen... Jumpseats oder diese krassen, sag mal, diese krassen Sitze. Ja. Und dieses Metall, das sieht einfach aus nach so einem richtig dreckigen Eintritt in die Atmosphäre, nach so richtig Stress, Aliens, irgendwie Xenomorphs. Nee, aber das halt so zeigt ja, was Drake halt eben kann. Weißt, wir haben bisher die Cutlass gesehen mit ihr zwei in popligen halt so irgendwie Jumpseats da drin, die noch nicht mal ein Schleudersitz sein können. Und jetzt sehen wir gerade, was halt Drake auch bauen kann. Und das ist halt eben schon fetzig. Also hier gibt es anscheinend dahinter rotierende Teile.
Naja, warum auch immer. Du sollst einfach nicht anfassen, steht ja, da. Okay, das ist bei mir immer ein guter Tipp. Auf jeden Fall. Hier hinten sind diese Kommando, diese Kommunikationsplätze oder Arbeitsplätze so. Die finde ich so ein bisschen undankbar, aber auch das finde ich geil, dass die halt so weit hinten sitzen. Dass man einfach davon gar nicht so viel aber mit... was für kleine Multifunktionsdisplays. Boah, das wird ein bisschen Stress. Was ein Anschiss. Warum ist da nicht ein Holo-Display drüber? Sind einfach? Die überhaupt Touch? Ich meine, guck mal, wie dick die sind. Nee, wahrscheinlich nicht. Du musst eine Tastatur. So, bam, bam. Nee, du musst einfach unter den Sitz greifen. Nee, du hast halt, auf die Knie liegen. Nee, du hast halt einfach so Pfeiltasten genau. Hoch und runter. Genau. Nee, so ein Drehrad. Oh, noch. Ja, hoch und runter drehen und drauf drücken. Ja. Mehr gibt's nicht. Genau. So, aber es geht auch weiter. Wir müssen aufhören. Das Video wird viel zu lang. Es ist chaotisch, aber es ist geil. So. Wir haben hier drunter nämlich nochmal mehr Kälterpiller. Wenn du aufhören würdest, halt wie so ein Wiesel hier rumzulaufen, dann schau die einfach mal ganz Dusche, langsam und ja. Die liegen halt so irgendwie, die halt wunderschön ausstatten. Ja, die Dusche, da verbrauchen wir jetzt halt wahnsinnig viel Zeit. Wir haben eine Dusche jedes da. Jedes Mal, so. Ja. Wir haben wieder eine Kochstelle da, Wasser haben wir da. Wir haben Betten nochmal für die ganze Mannschaft. Hey, die Kohle, und da hängt schon wieder halt die Klamotte drüber. Ja, unordentlich. Dreck und drauf. Navigationscomputer wahrscheinlich oder Schiffscomputer. Schon wieder dasselbe drauf. Hier ist, denke ich mal, auch. Eine Schleuse. Ja, die geht aber noch nicht. Die ist verriegelt. Ja. Und hier unten können wir nochmal halt den Piloten helfen dabei beim Einparken. Würde ich mal sagen. Das sollte das nicht eigentlich. Oder halt nochmal so ein Traktor. Ach nee, hier wird wahrscheinlich der Traktorstrahl bedient von der anderen Seite. Ich denke nämlich ja. Schon, ja. Für die Backbordseite. Ja, genau. Das ist dann nämlich der Traktor Place halt, ja. Wo ich dann halt hier, gehen wir nach vorne. In die offene, geh mal vorne in die Kuppel, ja. Da sehe ich nämlich die offenen Module, und die andere halt Seite. So, wo ich den Kram halt eben reinstecke. Das heißt, du kannst zu beiden Seiten die ja. Beladen mit dem Traktorstrahl. Ja. Das Schiff ist schon genial designt. Ja. Also Toilette, wo zum, ist die Toilette? Zum Salvagen, zum halt zusammenklauen, zum Überfallen und halt zum böse Sachen machen. Ein tolles Schiff, ich finde es super. Ich habe einen großen Kritikpunkt. Was kommt jetzt? Es gibt kein Fliederduftendes halt. Nein, es gibt halt für den Escape-Pod gibt es keine Toilette. Wir haben eine Dusche. Wir haben eine Multifunktionsdusche, aber wir haben kein Abort. Da, ich möchte hier mal kurz ein bisschen so das Schiff mal in Frage stellen. Hast du irgendwie in letzter Zeit mal so den Modus Operandi von Drake Interplanetary gelesen? Dass sie keinen Steuersitz haben, ja, aber ja. Eine Toilette muss da wohl drin sein. Also im Kommandomodul. Naja, eine Toilette ist ein anderer von Steuersitz. Ich meine, du kannst ja mal wir mit. Wir haben doch vorhin die Toilette gesehen. Ja, aber wenn du das Schiff evakuierst, du sprengst dich heraus mit dem Kommandomodul, ja. Hast Betten an Bord, hast eine Küche an Bord, eine Dusche sogar, aber hast kein Klo. Was machst du denn dann? Scheiße, ich hatte in die Dusche. Also ernsthaft? Nicht auf meinem ey, Schiff. Ey, pass mal auf, wenn es so schlimm geworden ist, dass ich halt meine komplette Fracht zurücklassen muss, dann ist halt ein Scheißhaus. Willst du es hier durch das Sieb letzte, drücken oder was? Nee, ganz im Ernst, dann ist das Scheißhaus das Letzte, worum ich mir Sorgen mache. Ernsthaft? Ist doch logisch, naja, oder nicht? Du kannst ja mal mit der Abmoderation starten. Ich suche noch dabei. Ja, genau. Okay, liebe Freunde, weg. Das war die Drake Interplanetary Caterpillar für euch. Jetzt hier halt so live extrem und für jetzt von Weasel und Dozer halt so irgendwie einfach so ein bisschen daneben, weil es halt einfach Spaß macht. Liked und disliked diese Episode, wie sie euch eben gefallen hat. Und vor allen Dingen abonniert diesen Kanal, wenn ihr möchtet. Und halt, wenn ihr möchtet, guckt mal auf Patreon vorbei. Das würde uns halt eben ganz besonders freuen. Und vor allen Dingen, ja, schreibt uns in die Kommentare, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Und darüber hinaus halt so, schaut unseren ganzen anderen Kram an, weil wir machen uns halt schon ganz schön viel Mühe damit. Und wir freuen uns darüber, mit euch über das Assassin zu quatschen. Bla 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 bla. Like it or dislike it. Scheiß fucking egal. Dementsprechend sagen Weasel und Dozer euch jetzt... Da ist die Toilette. Da ist das Scheißhaus! Und damit gehen wir jetzt raus und zwar mit 3, 2, 1. See you on the flight deck!